control and then you'll die. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Oh, ich wollte gerade sagen Ocean Survival. Aber wir sind ja in Cover Fire und starten jetzt die nächste Mission. Was haben wir denn hier noch? Was wird denn hier angezeigt? Ach ja, dass wir viele Upgrades haben. Leider kein Geld. Ja, genau. So, da werden wir mal jetzt ein paar Missionen machen. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen mal rein in die neue Mission. Schließe die Mission ab. Gib 60 oder weniger Schüsse ab. Erreiche 70% Präzision. Also einfach nur 60 oder weniger Schüsse abgeben und erreiche 70%. Mal sehen, ob wir es schaffen, Freunde. Oh, 47 Schuss noch. Ich würde es ja sagen, dass es gut aussieht, aber genau. Noch 36 Schuss übrig. 29 noch übrig. Oh, für zwei Gegner noch, oder wie viele? Oh, 26 Schuss für zwei Gegner, ist wild. Ja, klar, noch 10 Gegner vielleicht mit meinen 14 Schuss. 8 Schuss. 5 Schuss, Freunde, da muss jetzt jeder Schuss sitzen, alle im Kopf. 1 Schuss. Nein. Wie close, habt ihr das gesehen? Boah, wie close war das denn bitte? Schade, nochmal auf jeden Fall. Wir probieren es nochmal, Freunde. Wir probieren es nochmal. So, mal sehen. Nein, es war übel auf dem Kopf. So, wir müssen natürlich jetzt echt aufpassen. Wir hitten einfach mal alle an. Das sieht gar nicht gut aus, Digga. Ja, gefühlt habe ich gerade meine ganzen Schüsse verschossen. Ich bin Rambo, habt ihr es gesehen? Ich habe einfach geschossen, Digga. Wir machen einen Neustart. Wir machen einen Neustart, Bruder. Neustart. 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 So, weiter geht's. Und versuchen es gleich nochmal. Wir versuchen dann natürlich auch, ich habe mir nochmal überlegt, wenn wir natürlich alles immer versuchen auf 3 Sterne zu bringen, dann werden die Parts wahrscheinlich ewig dauern. Das heißt, wir könnten es ja so machen. Jetzt dreht er nicht seinen Kopf. Perfekt. Dreht deinen Kopf bitte nochmal zur anderen Seite. Ja, wir könnten es ja auf jeden Fall so machen, dass wir die späteren dann, die späteren Level, vielleicht mit 1 Stern, dass wir halt nur die Kampagne noch ein bisschen sehen. Boah, 14 Schuss für 2 Leute, ist halt close. Vier Schuss. Boah, krank von uns. Krank von uns. Wie gesagt, Freunde, also, es wird schwer, jede Mission mit 3 Sternen, weil, aber ob wir dann weiterkommen, ist halt die Frage, ja.
Müssen wir mal gucken. Weil ich weiß nicht, ob ich es weiter Let's Playen werde. Natürlich hassle ich euch jetzt noch ein paar Parts raus, aber es ist halt ein Spiel, was ich halt nicht bedacht habe. Ich dachte, es hat Story-Charakter, dass wir eine Welt haben, wo wir vielleicht durchlaufen, bla bla bla. Aber das, guckt euch das mal an hier. Das zu Let's Playen, das ist ja der Wahnsinn, Freunde. Das ist ja ein Mammutsprojekt. Deswegen, wir werden es sehen. Wir machen jetzt nochmal die Wüste hier zu Ende. Wenn wir den Boss fertig haben, überlege ich mir das nochmal für mich, ob ich das noch weitermachen möchte. Und ja, ihr werdet es dann ja merken, ob es noch kommt auf meinen Kanal. Töte 4 Gegner, 2 tödliche Kopfschüsse erzielen, beende die Mission in 25 Sekunden. Ja, das hört sich doch erstmal nicht schwer an. Wie liegt sie denn da, Digga? Fünfzehn Sekunden noch, Bruder. Oh, ruckelt das. 9 Sekunden. Gefettfingert. Oh, 5 Sekunden noch. Hoch. Ja, der passt. Ich schieße meinen eigenen Mann noch tot, aber egal. Komm. Sehr gut, sehr gut. So müsste es doch immer laufen. Li Shangyang, beste Frau. Zack, zack, zack. Wir machen alles gleichzeitig auf, Bruder. Komm jetzt hier, Mama. Episches. Ah, okay, schade. Weiter. Bitte weiter. Oh, unerwartete Machinist. Ich glaube, den müssen wir einfach nur besiegen, oder? Ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwas folgt. Besiege den Endgegner. Töte 12 Gegner. Beende die Mission. Okay. Töte 12 Gegner. Beende die Mission in 110 Sekunden. Machen wir. Ja, wir haben ihn gut gehittet. Scheiße, ey, 110 Sekunden ist echt mies. Schade, Freunde. Schade. Ja, das ist schon sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Wir können jetzt aber auch nichts hochmachen, oder? 12,5. Reaktionsschild. Gesundheit. Oh, das ist natürlich jetzt echt sehr, sehr gut. Haben wir ein bisschen unsere Gesundheit hochgemacht. Cool. So, zurück. Wir probieren es natürlich nochmal, Freunde, den Bossgegner zu besiegen. Dann werden wir es sehen. Haben wir gut gemacht, die erste Phase. Ja, kaum Schaden jetzt am Boss gemacht gerade. So, sehr gut bis jetzt. Immer noch gute Minute. Irgendwie glaube ich auch, kann man gar nicht.
Boah, ich bin so rot. Ich bin so rot. Nee, Digga. Also, das ist wirklich eine ganz schwere Mission hier. Boah, die selbst nur auf einen Versuch, also nur die normal zu schaffen, ist schon echt schwer. Ja. Wie gesagt, wir versuchen jetzt noch den Boss zu klatschen. Nee, Freunde, ich glaube, wir machen es mal so. Ich habe schon eine gute Idee, was ich hier im Abschluss machen werde. Ich merke es immer mehr. Da reden wir gleich drüber, Freunde. So, jetzt sind wir erstmal wieder absolut rot. Jetzt gehen wir erstmal, bleiben wir erstmal hinter den Dings. Nee, Freunde, da sind wir wieder weg. Wir versuchen es nochmal. Wer leidet gerade mit mir? Oh, ganz kritisch, ey. Nee. Bullshit, das Game. Der ist ja schon halb tot gerade. Was stand da gerade? Nuka. Ich verarsche oder was? Jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen live. Können wir auch was mit anfangen. Oh mein Gott, Digga, ich bin so tot. Oh, ich hab's geschafft, glaube ich. Stark, Freunde, stark. Ja, ich habe die Mission erfüllt. Ich hätte jetzt nicht, hätte ich jetzt selbst nicht erwartet, Freunde. Boom. Geil. Geil. Wirklich. Geil. Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Jetzt öffnen wir nochmal vier Baba-Kisten und wir haben es geschafft, Freunde. Und ich sag euch eine Sache. Unter uns. Ich gehe jetzt ins Hauptmenü. Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken für jeden Einzelnen, der bei Coverfire einfach mir seine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Jeder, der vielleicht durch Coverfire auf meinen Kanal gekommen ist, muss ich hiermit leider verkünden, ich werde mit dem Projekt Coverfire aufhören, da es einfach nicht schön zu Let's Playen ist. Was sind die Gründe, Freunde? Punkt 1. Die Energieanzeige. Ich kann zum Beispiel nicht mehrere Parts hintereinander auffüllen, weil ich müsste. Guckt mal, ich habe hier 10 Energiepunkte. Wenn ich mal was nicht schaffe, müsste ich jedes Mal mit dem Bann bezahlen. Das heißt, ich müsste reinpayen. So, dann ist das nächste.
Nicht mal die Größe. Mammutprojekt ist nicht so schlimm, das ist hier alles okay. Ich freue mich sogar, dass es ein paar Level sind. Aber dann mit den 3 Sternen immer. Und wisst ihr, ich glaube, ihr könnt mich verstehen. Ich musste auch nicht mich noch erklären. Ich werde das Zombie Underground Event sehr, sehr gerne noch hochladen für euch. Das wird mein dritter Part von den ganzen. Aber hiermit möchte ich mich bei euch bedanken für jegliche Resonanz auf Coverfire. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, das Spiel einfach mal kennenzulernen. Und vielleicht sagt ihr euch, ich möchte es auch mal spielen, ladet es euch runter. Das waren ein paar Let's Tests. Ich bedanke mich, ich bin euer Midax und hoffe, euch mit dem nächsten Spiel auch begeistern zu können. Das war Coverfire. Bis dann, meine lieben Freunde.